60 Jahre Knaus. Und wir sind am Stand von Knaus mit einem wirklichen Hotseller, ein Volumenmodell, ja, der Südwind 540 UE. Und hier stehen auch schon die Stühle bereit. Das heißt, man könnte sich hier auch hinsetzen und verweilen, aber die meisten wollen rein und wollen gucken. Hier, Stefan, grüß dich. Hallo Sven, grüß dich. Also der Südwind ist hat eine ganz lange Tradition. Dieses Fahrzeug, diese Baureihe machen wir bei Knaus seit 1961. Das ist also ein traditionsbehafteter Name. Seit 1961 gibt es den Südwind bei uns. Und da die Schwalben als Markenlogo sind auch eins der bekanntesten Markenlogos in der Branche. Der Südwind ist ein sehr, sehr populäres Fahrzeug bei uns. Das ist auch gehobene Mittelklasse. Hier der 540, also ungefähr 5,40 Meter lang. Hier vorne sehen wir jetzt den Gaskasten mit der Installation für die beiden Flaschen. Hier gibt es dann auch noch Platz für ein Reserverad oder für die Unterlegkeile oder für die Kurbel, um die Hubstützen ausfahren zu können. Die hängt hier. Und hier für die Deichsel gäbe es auf Wunsch auch noch einen Fahrradträger zum Beispiel, wem da der Platz nicht reicht. Ansonsten ist das ein sehr modernes Fahrzeug. Wir haben zum Beispiel hier auch eigene Knausfelgen, die wir gestaltet haben, die es exklusiv nur bei unseren Fahrzeugen gibt. Und das ist jetzt ein Jubiläumsmodell, weil wir bei Knaus dieses Jahr 60 Jahre feiern. Unser Gründer Helmut Knaus wäre dieses Jahr 2020 im Juli 100 Jahre alt geworden. Und insofern feiern wir doppelt und das feiern wir natürlich auch mit unseren Kunden beim Südwind mit dem 60-Jahr-Jubiläumsmodell mit sehr, sehr vielen Extras drin und einem ganz knackigen Preisvorteil für die Kunden. Sag mal, wenn er das sehen könnte jetzt von oben herab mit 100 Jahren, was aus der Marke Knaus geworden ist, eines der beliebtesten Produkte im Campingmarkt, ja. Ich glaube, er wäre stolz auf euch, oder? Ich denke auch, Helmut würde mit Stolz auf uns schauen. Die Firma hat sich sehr, sehr erfreulich in den vergangenen Jahren entwickelt und wir sind mittlerweile als Knaus Tabbert AG im Markt in Europa die Nummer 3. Ja, das ganze Produkt hat sich natürlich fortentwickelt. Das sind nicht mehr die Anfänge von damals, ja, wo ich sag mal im Möbelbau, das Produkt erstmal ausgetestet wurde, sondern hier geht's, um Neuentwicklung, aber auch um, Modellpflege. Natürlich, wenn man sich mal anschaut, wir haben in der Halle 1 ein Schwalbennest von 1961, eins der allerersten Wohnwagenfahrzeuge, die Helmut Knaus Senior auch selber gestaltet hat. Und das ist ein Kleinstfahrzeug. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie sich so ein Südwind entwickelt hat, den gibt es ja auch als Tandemachser, dann ist der entsprechend länger und größer. Da hat sich schon eine Menge getan. Ja, die Führerscheine haben sich auch entwickelt. Man muss sich ein bisschen anpassen an das Thema Anhängelast, Zuggewicht und so weiter. Denn ich glaube, dass der neue Führerschein 3,5 Tonnen, das ist schon eine Herausforderung. Das heißt, die Fahrzeuge müssen immer leichter werden in der Einstiegsklasse. Genau, deswegen sind wir bei Knaus ganz stark im Leichtbau unterwegs. Wir sehen die Thematik. Es rücken immer mehr junge Kunden nach, die eben nicht den Lkw-Führerschein haben. Deswegen werden unsere Fahrzeuge auch immer leichter. Und das ist ein zentrales Entwicklungsthema, selbstverständlich. Ist das die neue DNA von Knaus hinten? Das Heck mit den Cat-Eye-Leuchten ist eine DNA. Das sind extra Leuchten, die wir gestaltet haben für uns und die dem Fahrzeug natürlich auch eine Nachtsignatur verleihen. So, ich zeige mal ganz kurz das Dach. Auch da hat sich unglaublich viel getan. Hagelschäden, die gibt es hier nicht. Genau, auch hier haben wir das High-Strength-Dach mit einem erhöhten GFK-Anteil, also höhere Glasfaseranteil, der das Dach stabiler macht und damit das Dach auch hagelsicher macht. Ja, hier vorne sieht man, das sind die Schwalben. Einmal Knaus, immer Knaus, kann man das sagen bei vielen? Also auf jeden Fall einmal in der Branche, immer in der Branche. Und wir haben sehr, sehr viele treue Kunden, die auf die Schwalben vertrauen. Und wenn man sich das auch bei der Händlerschaft anschaut, wir haben heute noch Händler, die bereits schon in den Anfängen das erste Schwalbennest 1960 verkauft haben. Ja, nichts geht ohne Händler. Die waren in diesem Jahr unglaublich stark im Einsatz. Also ich sag mal, Hut ab. Die haben durchgearbeitet, teilweise 7 Tage in der Woche. Da ist es so, dass einige vielleicht so ein bisschen das Gefühl hatten, die haben keine Zeit für mich. Das war 2020 ein Ausnahmejahr. Absolut. Wir haben jetzt einfach auch erlebt, Caravaning ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber in Zeiten von Corona erreichen wir Menschen, die bislang diese Urlaubsform nicht auf dem Schirm hatten. Das Interesse ist enorm. Wir haben einen Vermietservice Rent and Travel und wir erleben dort, dass über
die Hälfte der Anfragen Neueinsteiger sind, die noch nie in ihrem Leben mit einem Reisemobil unterwegs waren. Und insofern ist dieses Interesse extrem stark und da ist der ein oder andere Handelsbetrieb sicherlich an seine Grenzen gekommen. Ja, das ist die Mittelklasse. Wir sprechen hier von 26.000 Euro. Man kann aber wesentlich günstiger einsteigen. Absolut. Knaus Wohnwagen starten in der Größenordnung 14.000 Euro. Das wäre dann der Sport. Das ist jetzt der Südwind 540. In der Basis kostet der etwas über 23.000 Euro. Und als Sondermodell, so wie er hier steht, über 26. Da ist aber ein enormer Preisvorteil drin, weil sehr, sehr viele Ausstattungsfeatures bereits serienmäßig installiert sind. So, die Leute warten. Wir gehen mal ganz kurz rein. Ganz schnell rein. Dann zeigen wir mal. Du bist unglaublich designverliebt. Ja, darf ich verraten, wie alt du bist? Ich bin 56. 56. Du hast, ich sag mal, Firmen wie Braun liebst du, klares Design und so weiter. Trotzdem ist, ich sag mal, die Farbe so crememäßig, das ist die meist geforderte Farbe. Nun, wir sind ja hier im Innenraum, sehen wir es ja, das ist ein freundliches, lebensbejahendes Hellgrau mit der extra Bestickung für die 60 Jahre. Inklusive der Kissen. Genau, inklusive der Kissen. Mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Wir bieten aber natürlich unterschiedliche Dessins an, Farbvarianten. Hier zum Beispiel bei den Polsterstoffen ist es sehr, sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel Polsterstoffe, die nennen sich Active Rock. Da kann auch mal eine Tasse Kaffee umkippen. Der Stoff ist so imprägniert, dass der Kaffee nicht einzieht und man das locker wieder abwischen kann. Trotzdem sind die Polster atmungsaktiv und man kann da sehr bequem drin sitzen. Ja, wir sprechen von Automotive-Qualität. Das heißt, das Ganze muss ein Leben lang halten. Das ist auch so. Also ich selbst habe mal bei einem Morello Alcantara ein frischer Espresso von meinem Sohn drüber. Schnell mit Wasser weg und das war's. Genau. Ich glaube, ihr geht doch hin und testet das alles, oder? Absolut. Das wird überprüft, natürlich, weil das ist natürlich auch ein Thema, wie oft geht da mal was daneben. Wir geben uns insgesamt sehr, sehr viel Mühe bei der Auswahl der Stoffe und Materialien, weil am Ende des Tages sind wir alle selber auch Camper und wollen uns auch wohlfühlen. Ja, wenn ich das hier sehe, das sieht aus wie ein Liner hinten. Das ist schon sehr, sehr komfortabel hier. 5,40 Meter, da ist schon alles drin. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist diese U-Sitzgruppe im Bugbereich mit der großzügigen Verglasung. Das heißt, ich sitze drin und bin eigentlich trotzdem draußen. Aber klar, der Heckbereich ist auch großzügig gestaltet. Auch dieses Einzelbett kann ich mit dem Rolllattenrost in der Mitte, da ist so ein Griff dran, wenn ich dir das mal zeigen soll. Ja, warte. Da vorne ist es. Kann ich dieses Einzelbett zu einem Doppelbett verwandeln. Hier ist das Einlegepolster dazu und schon habe ich ein großes Doppelbett. Viele Anleihen aus, ich sag mal, der Wohnmobilbranche. Ihr baut ja auch Wohnmobile. Man merkt das so ein bisschen. Ich nehme an, dass die Werke, ist das im gleichen Werk Wohnmobile und Wohnwagen? Genau. Dieses Fahrzeug hier bauen wir in unserem Hauptwerk in Jandelsbrunn. Dort werden an drei Bändern Wohnwagen gefertigt und an zwei weiteren Bändern Reisemobile. Und klar, die Aufgabenstellung ist beim Wohnwagen wie beim Reisemobil ähnlich. Wir haben einen begrenzten Platz und wir müssen alle wesentlichen Funktionen abdecken im Fahrzeug. Ja, das ist immer wieder viel Know-how gefordert. Ja, das ist die U-Gruppe. Absolut bemerkenswert ist das große Panoramafenster. Auch das kennen wir aus Wohnmobilen. Das heißt, man hat es ruckzuck geöffnet und es dient zur perfekten Belüftung. Wenn ich zum Beispiel vom Strand komme, ist es sehr heiß, hier kann ich viel Luft reinfächern. Genau, also ich finde es halt sehr, sehr angenehm, weil hier vorne kann ich drin sitzen. Ich sitze drin und erlebe trotzdem draußen hautnah mit, weil im Grunde genommen nach allen Seiten hin das Fahrzeug geöffnet werden kann. Ja, LED überall, auch im Lichtdesign habt ihr jetzt im 60 Jahre Knaus-Modell einiges gemacht. Ich glaube, da legen die Leute auch unglaublich Wert drauf, also dass man nicht direkte Beleuchtung hat, wie das früher mal war, eine Lampe in der Mitte. Licht gehört mittlerweile ganz klar zu einem Szenario. Wir bauen ganze Szenarien auf in den Fahrzeugen, um entsprechende Stimmungen auch erzeugen zu können. Und das wird auch stark nachgefragt. Tja, wieder mal eine Anleihe von Morello. Hier könnte ich die Weingläser reinstellen. Das ja, ist so. Da würden auch die Champagnerflöten reinpassen und ein Fläschchen steht da auch noch drin. Das ist eine schöne Vitrine, sehr wertig gemacht, wo ich eben auch jederzeit meine Gläser griffbereit habe. Ja, wenn du mal ganz kurz, wir sind dann fast am Ende, mal kurz die Toilette öffnest und dann gehen wir nochmal raus. Die Leute warten schon. Hier war übrigens ein ganz großer Spiegel noch mit drin. Hier sind zwei Spiegel sogar drin. Ja. Hier sind Kleiderhaken drin. Hier sind Ablagen drin, noch mehr Ablagen.
Toilette ist vormontiert. Hier könnte man auch duschen drin, wenn der Duschkopf Wasserhahn montiert ist. Das ist dann nochmal eine Option. Aber das ist ein vollwertiges Badezimmer mit einer ordentlichen Dachluke, wo auch der Rasen abziehen kann. Und insofern alles drin, alles dran. Großer Kühlschrank, den habt ihr jetzt oft verwendet. Der ist riesengroß, ja. Und der hat was ganz Tolles unten für Getränke, hat eine Box mit drin. Genau, wir haben hier nochmal seitlich Halter, die sind jetzt auf der Messe demontiert. Und unten eben auch nochmal Ablagebox und selbstverständlich auch für die Kaltgetränke jede Menge Platz im Eisfach. Ja, toll. Ja, dann gehen wir mal kurz raus. Auch ein großer Kleiderschrank ist mit drin. Und ja, 60 Jahre Knaus, das ist für dich, du bist seit 4 Jahren mit dabei und... Das ist schon toll, das mitzuerleben, dass es Unternehmen gibt, die so lange Bestand haben. Ja, ich sage immer, gute Geschichten kann nur erzählen, wer auch eine Geschichte hat. Und bei Knaus haben wir eine lange Geschichte und von der können wir sehr, sehr viele Geschichten auch in der Zukunft noch erzählen. Ja, ihr habt was Besonderes gemacht, das Thema Corona ist ja da. Ihr habt ein spezielles Konzept entwickelt, bei dem alle Eingänge ja zu den Laufwegen hinführen. Genau, das war Teil des Sicherheitskonzeptes. Alle Fahrzeuge sind von den Gängen aus begehbar und so können wir dann auch die Interessenten besser steuern, damit die nacheinander in die Fahrzeuge reingehen. Unsere Verkäufer sind angewiesen, 2 Personen pro Fahrzeug maximal zuzulassen. Die Verkäufer dürfen auch mit Mundschutz rein, bleiben aber in der Regel in der Tür stehen. Die Fahrzeuge werden zwischen den Besichtigungen immer auch desinfiziert und gereinigt. Und insofern versuchen wir hier die höchsten Standards auch umzusetzen. Ja, ich habe eine ganz kleine Bitte, wenn du uns mal erläuterst, das ist ja nicht nur eine Ausstellung, sondern hier sind ganz viele Fachhandelspartner an Bord, die gehen hin und führen Verkaufsgespräche. Es gibt spezielle Messeangebote. Man kann hier Fahrzeuge kaufen. Absolut, das ist eine Verkaufsmesse. Hier wird gut verkauft. Und der Vorteil ist eben, ich habe ja alles da. Ich habe eine sehr, sehr gute Marktübersicht. Alle relevanten Player sind da, die meisten zumindest. Und hier kann ich sozusagen meine Kaufentscheidung festigen, weil ich auch noch mal schauen kann, was hat der Wettbewerb? Was gibt es innerhalb der Firma an Produkten? Es gibt keinen Händler, der diese Vielfalt so abdecken kann wie so eine Messe. Und die Messe Düsseldorf ist ja die größte Fachmesse für Freizeitfahrzeuge weltweit. Und wenn man sich mal anschaut, vergangenes Jahr waren 265.000 Besucher, ein absolutes Rekordjahr. Und auch für uns Knaus Tabbert war es ein Rekordjahr, weil wir im vergangenen Jahr 780 Millionen Euro umgesetzt haben. Wir haben nochmal, fast bitte. 780 Millionen Euro umgesetzt und haben fast 26.000 Fahrzeuge verkauft. Das war Rekordjahr. Ja, prima. Eine ganz kleine Bitte nochmal. Wohnwagen, Wohnmobil. Ja, das ist ja so eine Entscheidung, wenn jemand anfängt mit Camping. Viele kaufen sich ja Gebrauchtfahrzeuge zunächst mal und so weiter. Du kennst dich sehr gut mit aus. Wie gehen die Leute davor? Warum sagen die zum Beispiel, ich hätte gern zunächst mal einen Wohnwagen? Ist das oft eine Preisentscheidung? Es ist ganz oft ein Einstieg und es ist auch eine Philosophiefrage. Der Wohnwagen hat den Vorteil, ich habe eine noch bessere Raumausnutzung, weil ich ja kein Lenkrad und kein Fahrerhaus im Fahrzeug habe. Das heißt, die gesamte Grundfläche des Fahrzeugs kann ich nutzen. Dann ist der Vorteil, den Wohnwagen kann ich am Stellplatz, am Campingplatz montieren, den kann ich abstellen, baue mein Vorzelt dran und bin mit meinem Zugfahrzeug trotzdem am Urlaubsort noch mobil. Bei den Reisemobilen ist der Vorteil, ich habe natürlich alles in einem Fahrzeug, ich habe keine Geschwindigkeitsbeschränkungen. Wohnwagen dürfen ja in der Regel je nach Zulassung nur mit 100 km/h gezogen werden. Beim Reisemobil bin ich natürlich schneller unterwegs, kompakter. Auch das Parken auf dem Campingplatz geht natürlich einfacher, wenn ich keinen Anhänger dran habe. Allerdings, wenn das Fahrzeug steht, bin ich dann eben damit am Urlaubsort nur eingeschränkt mobil. Das machen die meisten Leute dann aber, indem sie ihre Pedelecs dabei haben und dann den Urlaubsort erkunden. Es ist also eine Philosophiefrage. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie im Hafen mit Seglern und Motorbootfahrern. Ja, die Segler sind Segler und die Motorbootfahrer sind Motorbootfahrer. Hier ist es ganz, ganz oft so, Wohnwagenfahrer sind Wohnwagenfahrer. Es gibt Menschen, die dann umsteigen irgendwann mal aufs Reisemobil, aber beide Fahrzeugtypen bedienen den Kundenwunsch.
Ja, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die leben im Wohnwagen, muss man dazu sagen. Also das sind zum Beispiel Schausteller, das sind auch, ich sag mal, Menschen, die das für sich entdeckt haben. Das ist so, auch die bedient ihr. Da habt ihr ganz große Fahrzeuge. Das bedeutet, ihr habt sogar Fahrzeuge mit Slide-Outs, die, ich sag mal, in Amerika sehr beliebt sind, aber hier in Deutschland natürlich eine große Herausforderung stellen, weil man kann die nicht mit 11 Tonnen bauen. Ja, also wir haben ja gerade auch so einen Trend, die sogenannten Tiny Houses. Und man muss da fairnesshalber sagen, zum Beispiel bei Tabbert, unserer Wohnwagenmarke im Premium-Bereich, das ist nicht Tiny House, das ist ein 10 Meter Wohnwagen, der Cellini, mit einem elektrischen Slide-Out, wo die Küche und das Schlafzimmer nochmal um 600 mm elektrisch nach draußen gefahren werden. Der ist so groß, wenn du da reinkommst und Hallo rufst, dauert das 3 Minuten, bis das Echo zurückkommt. Ja, es ist so, auch da habt ihr unglaublich viel Erfahrung mit. Ja, es ist schier unglaublich, wie die Leute auf das Thema Camping reagieren. Als du im März von Corona natürlich, da gab es den Lockdown mit allen drum und dran, da kann ich mir vorstellen, da war bei euch natürlich erstmal ein großes Fragezeichen vor allem. Und dann kam der große Boom. Ja, Klaus Tabbert hat schon im Januar angefangen, Szenarien zu entwickeln, die, wie sie dann gekommen sind, wir uns damals natürlich nicht vorstellen konnten. Wir haben im Februar dann schon angefangen, Schichtmodelle zu erarbeiten, Mobile Offices zu installieren. Wir haben viele, viele Maßnahmen getroffen, unseren Handel zu unterstützen. Wir haben Hinweisschilder gedruckt, wir haben Desinfektionsstelen produzieren lassen für unsere Händler. Wir haben Masken genäht in unserer Näherei in Ungarn. Wir haben 125.000 Masken, Mund-Nasen-Masken genäht, die wir in der Anfangszeit der Corona-Krise zunächst nach Italien und Spanien, den Hotspots in Europa, an unsere Händler geschickt haben. Dann auch natürlich in Deutschland. Der Rest ging übrigens an Pflegeheime, Krankenhäuser etc. Das haben wir gespendet. Und wir haben insgesamt auch noch über eine Behindertenwerkstatt nochmal Stoff für weitere 125.000 Mund-Nasen-Masken gekauft und die nähen lassen. Genauso haben wir zum Beispiel auch für unsere Händler mit den Banken ausgehandelt, dass sie nur die Zinsen zahlen und nicht tilgen müssen in der Krise, weil wir hatten ja alle um Ostern herum den Lockdown. In der Zeit durften auch keine Fahrzeuge verkauft werden, die Kosten liefen aber natürlich weiter. Wir bei Knaus Tabbert sind recht gut durch diese Zeit gekommen. Wir haben im April 4 Wochen Betriebsruhe gemacht. Das lag auch daran, weil die Lieferkette unterbrochen war. Wenn man sich anschaut, 60% der Branche baut auf Fiat Ducato auf. Italien hatte es in der Krise leider sehr schwer erwischt und insofern war da die Lieferkette nicht mehr sichergestellt. Wir haben aber diese Betriebsruhe weitgehend mit Urlaub und Abbau von Überstunden erledigen können und nur ganz wenige neu hinzugekommene Mitarbeiter, die noch nicht genügend Urlaub und Überstunden hatten, sind in die Kurzarbeit gegangen. Insofern sind wir da sehr, sehr gut durchgekommen und wir haben diesen, ich nenne es mal Boxenstopp auch genutzt, immer wieder im Dialog mit unseren Händlern und unseren Kunden zu treten, um jeden Tag Informationen zu geben. Wir haben angepasst, wie sind die regionalen Unterschiede, was sind die Vorschriften gerade, um dem Handel und den Kunden das Leben so einfach wie möglich zu machen. Ja, die Händler, die sind auch hier zu Gast, ja, aber ganz, ganz viele tun sich mit der Messe schwer, weil das Geschäft auf dem Hof ja im Moment gerade massiv boomt. Ja, das heißt also, hier zu sein und auf dem Hof, es gibt einen riesen Run. Trotzdem, ihr seid ja unglaublich zufrieden jetzt mit der Situation. Das heißt, dass überhaupt eine Messe stattfindet, ja, das ist ja schon mal ein kleines Wunder so ein bisschen, weil alle wundern sich, dass überhaupt hier die Caravan, der Salon stattfindet. Alles in allem, ihr seid jetzt schon zufrieden am zweiten Tag? Ja, also man muss einfach mal ein ganz großes Kompliment an die Messe Düsseldorf aussprechen, die hier wirklich Übermenschliches geleistet hat, um diese Messe möglich zu machen. Es ist ja die erste internationale Messe in Corona-Zeiten und wir sind sehr, sehr glücklich, hier sein zu dürfen, weil für uns der direkte Kontakt zu den Kunden ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben hier einfach auch die Möglichkeit, uns als Company, als Knaus Tabbert mit all unseren 5 Marken sehr, sehr gut zu präsentieren. Deswegen haben wir zur Halle 4 auch noch die Halle 1 genommen und die Kollegen von Morelo stehen im Eingangsbereich der Halle 5.
Ja, die ist direkt daneben an und da sind die ganz großen Reisemobile. Morello ist noch nicht so lange bei euch, oder? Genau, Morello feiert, Knaus feiert 60 Jahre Jubiläum, Morello feiert 10 Jahre Jubiläum. Aber in den 10 Jahren haben die Kollegen eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt und produzieren mittlerweile in diesem Luxussegment, und wir reden hier im Bereich von 150.000 bis 635.000 Euro, produzieren die über 400 Fahrzeuge jedes Jahr und sind damit in dem Segment ganz weit vorn. Ja, hier sieht man es. Normalerweise komplett ausgebucht, der Caravan-Salon. Hier ist jetzt noch viel Platz, ja, denn ich sag mal, viele haben sich denn entschieden, sie kommen her. Ja, 10 Jahre Morello, das ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Das bedeutet auch für die Chefs von Morello, dass das Jahr 2020 auch erfolgreich war, nehme ich an, oder? Absolut. Also Morello hat in 19 bestes Ergebnis in seiner Geschichte abgeliefert. Morello hat auch, die sitzen in Schlüsselfeld in der Oberpfalz, direkt an der Autobahn, das kann man auch sehr gut sehen und finden, haben ein neues Service Center gebaut, haben einen riesengroßen Stellplatz gebaut für ihre Kunden, und die Kunden kommen gerne nach Schlüsselfeld und schauen sich an, wie wird ein Morello gebaut. Das ist natürlich ganz, ganz große Bühnenshow, solche Fahrzeuge, und sie nutzen dann auch gerne ihren Aufenthalt, um die ein oder andere kleinere Reparatur oder Wartung erledigen zu lassen. Ja, auch das, da werden wir intensiv berichten vom Stand von Morello. Wir sind ja noch schließlich 9 Tage da. Es gibt auch eine Besonderheit diesmal. Noch nie gab es so viele Morello-Fahrzeuge auf einer Ausstellung zeitgleich zu sehen. Ja, und Morello zeigt im Moment auch sein neues Topmodell, eine Neuentwicklung, den Grand Empire. Und den musst du dir auf jeden Fall genauer anschauen. Ja, den schauen wir uns an. Auch hier, das ist wirklich Luxus pur, und da sieht man auch schon direkt, weil wir uns eben drüber unterhalten haben, wir haben auch Wohnmobil-Videos von Knaus gedreht, ja, da habt ihr ein Topmodell. Der Name nochmal von dem Topmodell? Das war der Sun-E, der Dreiachser, der 900 LEG, aber man muss der Fairness halber sagen, das ist natürlich kein Vergleich mit so einem Palace Liner oder einem Empire. Ja, da ist auch ein ganz anderer Führerschein gefragt, da sind andere Voraussetzungen. Das ist eine andere Zielgruppe, auch entsprechend weniger Fahrzeuge, die gebaut werden. Aber immer mehr Leute bleiben nicht zu Hause im Alter, oder? Natürlich, also Caravaning ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und wir erleben das, es geht durch alle Gesellschaftsschichten, ob es nun der Maurermeister ist oder ob es der Hochschulprofessor ist. Wir sind mit Caravaning in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und das spiegeln natürlich auch die Marken und die Unternehmen wider und bieten eben für jeden Geldbeutel und für jede Geschmacksrichtung das richtige Fahrzeug. Ja, es muss nicht immer hier dieses Topmodell sein, da ist er ja. Ich schau mal kurz, der Grand Empire. Genau. Aber direkt daneben habt ihr was ganz Schlaues gemacht, ja. Da ist der Grand Empire und da ist der Home. Das ist, ich sag mal, von der Optik her sehr, sehr ähnlich. Aber hier ist das Einstiegssegment ab 150.000 Euro ungefähr? Ungefähr, genau. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass in dem Segment die Kundschaft dann auch noch anspruchsvoller ist und einen sehr hohen Individualisierungsgrad bestellt. Und insofern ist da auch immer noch Luft nach oben. Ja, vielen Dank, Stefan. Ganz tolle Reise. Wir sind vom kleinen Wohnwagen von Knaus mal zu den Luxuslinern hochgegangen, haben jede Menge Material heute produziert. Ich denke, das ist ganz sinnvoll, denn nicht jeder, der wollte, konnte kommen. Ist die Messe quasi ausverkauft? Also ich denke, dass am ersten Wochenende, man sieht es ja, die Zahlen sprechen für sich. Ich denke, dass die Messe ausverkauft ist. Wir erleben hier in Corona-Zeiten, und das freut mich besonders, ein Stück Normalität, nach der wir uns ja letztlich alle sehen. Ja, vielen Dank, Stefan. Und wenn Sie Lust haben, ja, schauen Sie sich auch alle anderen Videos an, die wir zusammen mit Knaus Tabbert produziert haben. Das Ganze wurde nicht bezahlt, ist redaktionell, auch wenn ich manchmal so des Lobes überschwinglich bin. Ich denke, es ist ein ist eine Freizeitbranche. Da jetzt, ich sag mal, zu gucken, wo liegen vielleicht noch Späne aus der Produktion rum oder irgendwas, das wäre jetzt hier fehl am Platze, sondern ja, schauen Sie sich die Videos an. Und wenn Sie noch nichts mit Camping zu tun hatten, ja, vielleicht ist ja ein Knaus-Tabbert-Produkt Ihre Option, ja. Tschüss. Danke dir, Sven, es hat Spaß gemacht.